Ich bin der Florian Hellberg von der Edelried Neuenspäß und will euch heute mal zeigen, was passiert, wenn ich meinen Karabiner vom zweiten Ast in den Zentralring vom Gurt einhänge. Den Sturz von gerade eben beim Klettersteig haben wir hier in unserer Sturzstand nachgebaut. Das hier ist das Klettersteig-Drahtseil, in den ein Karabiner vom Klettersteig-Set eingehängt ist. Das hier ist der Wandfalldämpfer und der ist über den Gurt mit der Sturzmasse, dem 100 Kilogramm schweren Torso hier verbunden. Den zweiten Ast hänge ich jetzt hier in den Zentralring ein, was bei Sets, die nicht 180 Grad fehlanwendungssicher sind, sozusagen dann den Dämpfer kurz schließt. Und da schauen wir uns mal an, was da passiert. Also jetzt haben wir gesehen, wenn ich den Karabiner bei einem nicht fehlanwendungssicheren Set in die Zentralring einhänge, ist es ziemlich fatal. Jetzt schauen wir uns mal an, wenn ich den Karabiner hier oben in den anderen einhänge und sozusagen der Dämpfer frei ist und korrekt arbeiten kann. Also man sieht gut, wenn der Karabiner in den anderen eingehängt ist, dann kann das Set frei funktionieren und unsere Sturzmasse mit Kräften innerhalb der Norm gebremst. Ich glaube, ihr habt eindrücklich gesehen, was passiert, wenn ich ein nicht 180 Grad fehlanwendungssicheres Set den Karabiner in irgendwelchen tragenden Komponenten am Gurt einhänge. Das heißt, wichtig ist, wenn ich mein Klettersteig-Set nur an einem Karabiner einhängen will, dann kann ich den zweiten zum ersten Karabiner dazuhängen oder in die Restschlaufe nach dem Bandfalldämpfer einhängen. Es gibt auch Klettersteig-Sets, die gegen diese 180 Grad Fehlanwendung konstruktiv abgesichert sind. Das ist hier so eins, bei dem sieht man, die beiden Äste sind getrennt voneinander in der Rastschlaufe eingehängt und der Bandfalldämpfer ist zweigeteilt, sodass der Ast sozusagen in den Bandfalldämpfer reingleitet und sich so nicht gegen den anderen verspannt. Also hier sieht man bei diesem 180 Grad Fehlanwendungssicheren Set, das ist so konstruiert, dass der Ast über den Bandfalldämpfer gleiten kann und somit kann das Set nicht kurz geschlossen werden.